Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Diesmal mit einem sehr ausführlichen Video über das Mid-Season-Update, über Season 3 Reloaded. Der Trailer ist ja rausgekommen. Ich habe eben gerade auch ein Video zum Trailer gemacht, wo wir zusammen on-stream auf den Trailer reagiert haben. Könnt ihr euch gerne hier oben anschauen. Hier in der Infokarte ist das Video verlinkt. So, kommen wir jetzt zu den ganzen Informationen, die rausgekommen sind für das neue Mid-Season-Update. Und zwar kommen wir erstmal zu den Update-Größen. Die Update-Größe für das Update in Cold War beträgt für die PS5 10,3 GB, für die PS4 7,1 GB, für die Xbox Series X bzw. S 13,1 GB, für die Xbox One 8,3 GB und für den PC sind es 10,3 GB. Für Warzone beträgt die Update-Größe auf der PS5 14,6 GB, auf der PS4 ebenfalls. Auf der Xbox Series X bzw. S sind es 15,2 GB. Auf der Xbox One sind es ebenfalls 15,2 GB. Und auf dem PC sind es 14,9 GB, wenn du nur Warzone besitzt. Und 18,1 GB, wenn du Warzone und Modern Warfare besitzt. Kommen wir jetzt zu den neuen Orten in Warzone, die es geben wird mit dem neuen Update, bzw. welche Orte sich ändern werden. Und zwar wird es eine Änderung des großen Hochhauses in Downtown geben. Dort ist ja ganz oben eine Baustelle auf dem großen Hochhaus und diese Baustelle wird es jetzt mit dem neuen Update nicht mehr geben. Und die umliegenden Blöcke im südlichen Ende der Innenstadt werden auch ein bisschen verändert und die Innenausstattung von dem großen Gebäude, von dem großen Hochhaus in Downtown wird auch sehr anders aussehen. Es wird mit dem neuen Update auch neue optionale Missionen für Belohnungen geben. Zu diesen optionalen Missionen gehören das Entwaffnen eines C4s im Turmdach, das Unterbrechen aktiver Waffengeschäfte auf der Plaza. Mit Plaza ist dieses große Hochhaus gemeint. Ebenfalls wird man auch ein Tresor knacken können. Wenn wir diese Mission abschließen, werden wir auch gewisse Belohnungen bekommen. Mit dem neuen Update werden die Campingplätze, die jetzt schon vorhanden sind, zu Survival Camps, die auf den Rambo-Schauplätzen basieren. An diesen Orten wird es Dog Tags geben, mit denen du dich recovern kannst, also eventuell dein Leben wiederherstellen kannst. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier mit recovern gemeint ist. Oder du kannst irgendwie deine Teammates wieder reinholen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man mit diesen Dog Tags machen kann. Aber auf jeden Fall wirst du diese Dog Tags auf diesen Survival Camps finden. Überall in Verdansk wurden diese Campingplätze zu Survival Camps umgebaut und es gibt insgesamt 10 Campingplätze bzw. 10 Survival Camps. In diesen Survival Camps wird es sehr guten Loot geben und Dog Tags von gefallenen Kameraden, wie gesagt. Wenn du genug von diesen Dog Tags eingesammelt hast, wirst du eine größere Belohnung bekommen. Die Hangar bei Airport werden auch eine Veränderung bekommen und zwar werden diese Hangar zu CIA Außenposten. Alle diese Orte sind Teil des Action Heroes Event der 80er Jahre in Warzone und Cold War und werden keine dauerhaften Ergänzungen sein. Denn nach diesem Event wird alles wieder entfernt. Es wird alles wieder wie vorher sein nach dem Action Heroes Event. In Cold War wird es auch zeitlich begrenzte Modi geben mit Themen rund um Die Hard und Rambo. Standoff wird kommen und wir werden natürlich die neuen Operator Rambo und McClane bekommen. Dieses Rambo Operator Bundle wird rauskommen und ist nur für eine bestimmte Zeit im Shop erhältlich. Dieses Bundle wird von Cold War und Warzone ab dem 20. Mai um 6 Uhr morgens bis zum 19. Juni um 6 Uhr morgens erhältlich sein. Dieses Bundle enthält den Operator Rambo, 2 Finishing Moves, 3 legendäre Blueprint-Varianten, ein Sturmgewehr, ein LMG, ein Messer-Blueprint und eine Visitenkarte, ein Emblem und ein Talisman. Genau so ein limitiertes Bundle wird es auch für McClane geben. Rambo und McClane sind übrigens brandneue Operator und keine Skins für bereits vorhandene Operator. In Warzone wird es auch einen zeitlich begrenzten Modus namens Sei der Actionheld in Power Grab geben. In diesem Modus wird der Start des ersten Kreises kleiner sein als normal und es werden 5 Zonen geben, beziehungsweise 5 Stufen, in der die Zone sich zusammenzieht. Es wird hier auch kein Gulag geben, also muss man seine Teammates durch die Buystation wieder einkaufen oder man sammelt Dog Tags ein, damit deine Mates wiederkommen können. In diesem Modus wird jeder Spieler, der tot ist, ein Dog Tag fallen lassen, das du dann aufsammeln kannst. Ähnlich wie bei Abschluss bestätigt im Multiplayer. Diese Dog Tags kannst du auch in Belohnung
Belohnungen finden, wenn du Aufträge in Warzone abgeschlossen hast, und in seltenen Fällen gibt es diese Dogtags auch in Kisten. Mit jedem eingesammelten Dogtag steigst du eine Stufe auf einer Leiter auf, die du auf der rechten Seite deines HUDs siehst. Diese Belohnungsleiter enthält eine Drohne, ein Respawn-Token, mit dem du einfach wieder in Verdansk droppen kannst, wenn du gestorben bist. Es wird auch eine erweiterte Gasmaske geben und den Spezialistenbonus auf höheren Stufen. Das Endgame in diesem Modus wird genau dasselbe sein wie im traditionellen Battle Royale Modus. Es wird auch eine neue Killstreak geben namens Combat Bow, die du in Verdansk und Rebirth Island finden kannst. Das ist ein Bogen und diesen Bogen kannst du gegen Gegner und Fahrzeuge einsetzen. An diesem Bogen wird es auch eine explosive Spitze geben, mit der du nochmal zusätzlichen explosiven Schaden machen kannst. Du kannst diesen Bogen natürlich auch spannen. Umso länger du diesen Bogen spannst, desto weiter kommt deine Spitze natürlich auch. In Cold War werden wir übrigens auch das ballistische Messer bekommen. Und wie gesagt, werden wir zwei neue Multiplayer-Maps bekommen. Einmal Standoff 6 gegen 6 und Duga, das ist eine Fireteam-Map. Es wird auch einen neuen Modi geben namens Die Hardpoint, der ziemlich interessant klingt. Das ist Stellung mit der Änderung, dass du in der Stellung mehr Movement-Speed bekommst. Das ist ein Buff, den du bekommst von 5 Buffs. Diese Buffs werden dich durch eine Explosion dein Leben kosten, wenn du innerhalb von 30 Sekunden, in denen du einen Buff hast, keinen Gegner killst. Wenn du in dieser Zeit jedoch einen Gegner killst, wird der Timer verlängert. Aggressives Spielen ist also der Schlüssel hier zum Überleben. Wenn du in der Stellung deines Teams bist, wird der Timer angehalten und durch einen Kill wird der Timer um 15 Sekunden erhöht, aber das Ganze geht bis maximal 30 Sekunden. Wenn du schnelle Kills hintereinander machst, bekommst du noch weitere Buffs wie Waffenhandling bzw. besseres Waffenhandling, Reinzielgeschwindigkeit, Rutschgeschwindigkeit und größere Explosionen. Nächste Woche wird dann noch ein weiterer neuer Modus namens Rambos Waffenspiel kommen. Das ist eine leicht abgewandelte Variation des normalen Waffenspiels. Und wir bekommen dann auch noch Multiteam-Eliminierung. Das ist ein Modus, den wir auch zum Start des Updates bzw. zum Start des Events bekommen werden. Das ist ein kleiner Battle Royale-Modus auf den Fireteam-Maps in Cold War. Und zwar droppt man hier in Squads, das heißt zu viert, und insgesamt wird es 10 verschiedene Viererteams geben, also 40 Spieler. Und das Team, was am längsten überlebt, wird gewinnen. Also genauso wie im Battle Royale Modus. Es werden in Cold War auch zeitlich begrenzte Medaillen reingepatcht, die das Action Hero Design haben. Das heißt, wenn du jemanden killst, ploppt ja ab und zu mal eine Medaille da auf. Und diese Medaillen werden das Thema des neuen Action Heroes Events bekommen. Und nach dem Event werden die Medaillen in Cold War wieder ganz normal sein wie vorher. Im Outbreak-Modus werden wir eine Main Quest bekommen und natürlich ein Easter Egg. Und massive Order-Monster werden durch das Uralgebirge wandern. Außerdem wird man jetzt im Outbreak-Modus auch angeln können. Und es wird einen neuen Modi Cranked 2 für Firebase Z und die Maschine geben. Außerdem werden wir in Warzone den Baseballschläger direkt zum Start des Events bekommen. Und wir werden die neue Waffe, die AMP 63, nicht zum Start bekommen, sondern während der Season irgendwann. Das ist eine vollautomatische Pistole. Und das war es jetzt auch mit den ganzen Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Also wirklich sehr, sehr viele Informationen bezüglich des neuen Action Hero Events. Leute, was haltet ihr von dem Event? Was haltet ihr von den neuen Orten in Warzone und auch von den neuen Modi in Warzone? Lasst es mich wissen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem neuen Event da in die Kommentare rein. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liken würdet. Außerdem würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, damit ihr in Zukunft auch nichts mehr rund um Call of Duty verpasst. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream bzw. im nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss.